Worauf kommt es an in diesem Spiel gegen die Niederlande? Ja, es wird einfach darauf ankommen, dass wir so spielen, wie wir gegen Frankreich spielen im zweiten Halbzeit, dass wir von Anfang an wirklich in diese Partie reinkommen und von Anfang an da sind, dass wir nicht irgendwo ein bisschen was verschlafen wieder, sondern dass wir wirklich von Anfang an bestimmen, unser Spiel versuchen durchzuziehen. Es sind zwei gute Mannschaften, die anderen werden es auch probieren. Die Frage wird am Ende sein, wer will es mehr? Und darum wird es gehen. Jetzt kann man feststellen, dass in den letzten Partien Ihre Mannschaft auswärts schlechter gespielt hat als zu Hause. Ist das eine Auswärtsschwäche? Ist das Zufall? Was macht man dagegen? Ja, das ist natürlich immer die Frage, gegen wen spielst du auf der einen Seite? Jetzt haben wir gegen Frankreich gespielt. Also ich meine, das war schon eine Top-Mannschaft in der Form. Da hat mich wählsmäßig mehr geärgert in der Richtung, die dann eben halt körperbetont gespielt haben. Aber auch da ist es halt die Geschichte ganz einfach, auch das musst du nehmen. So, und das sind halt einfach die Dinge, egal ob du jetzt zu Hause spielst oder auswärts. Wir haben ja von Anfang an gewusst, es sind beide Spiele auswärts. Das Frankreich-Spiel mussten wir da machen, jetzt spielen wir hier in Holland. Also das kann nicht die Ausrede sein am Ende des Tages, sondern wir haben die Qualität, wir haben die Möglichkeiten, müssen halt umsetzen. Wo liegen die größten Stärken der niederländischen Mannschaft aus Ihren Beobachtungen? Ja, sie sind sehr variabel, muss man ganz einfach sagen. Sie sind auch in der Lage, sich übers Mittelfeld durchzuspielen oder auch mit langen Bällen zu agieren. Sie haben ein gutes Tempo, insgesamt schnelle Spielerinnen. Wird darauf ankommen, dass man ihnen das wegnimmt. Also auf der einen Seite die langen Bälle wegnimmt, die dann in den Rücken gespielt werden. Und auf der anderen Seite eben halt dann Press spielen kann im Mittelfeld, um in die Bälle zu kommen und umgedreht sie zu ärgern. Spielerinnen werden unterschiedlich mit diesem Druck umgehen, auch unterschiedlich damit umgehen, wenn hier vielleicht 19.000 oder 20.000 Mal pfeifen. Was geben Sie ihnen damit auf den Weg? Naja, aber ich meine, das will ich ja. Ich meine, diese Zuschauer wollten sie ja auch und das kennen sie ja auch, die meisten von uns. Das haben wir jetzt ja auch gesehen. Wir haben es ja gesehen, auf der einen Seite ganz positiv sein, wie damals in Rostock, wenn die Unterstützung von hinten ist. Aber nein, das muss einfach Spaß machen, dieses Stadion dann ruhig zu stellen. Das ist ja das, was ich den Mädels auch sage. Ja, wir wollen diese Spiele auf diesem Niveau mit diesen Zuschauern. Und da müssen wir sie halt einfach nehmen. Und das muss dann einfach Spaß machen, vor so vielen Zuschauern Fußball zu spielen. Zum Schluss, Sie haben eben gesagt, dass Sie mit den Mädels nach Frankreich fahren wollen im Sommer. Also lieber mit den Mädels als mit Ihrer Frau? Na, ich fahre beides, nehme immer beides mit dann. Also meine Frau wird dann auch mitfahren, wenn wir da hinfahren zur Olympiade und die Möglichkeit haben. Aber wenn es geht, ja, nehme ich die Mädels und meine Frau dabei, wäre ganz in Ordnung.